Moin moin meine lieben YouTuber und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ja, wir haben uns ja vor einem Monat schon mal ein Bildschirm von Philips angeguckt und ja, jetzt hat der Paketbote bei mir wieder geklingelt und ich habe ja erneut ein Bildschirm von Philips erhalten und zwar ist das der Philips 272S4 LPJCB /00. Ich weiß nicht, wer sich diesen Namen ausdenkt, aber na gut, was soll's. So ein paar technische Daten. Der Bildschirm hat eine Auflösung von 2560x1440 Pixel bei 60 Hertz und hat eine Reaktionszeit von 2 Millisekunden und ist ein 27 Zoll Gerät. Im nächsten Clip packen wir den Karton mal aus und schauen mal, was dort drinnen ist. So Leute, ich hoffe, dass ihr mich versteht, da das Richtmikro jetzt hier von oben kommt, müsste aber funktionieren. Ja, so sieht der Karton von oben aus. Wir haben einmal Philips LED Backlight LCD White Smart S-Line 27 Zoll Quad HD 2560x1440 Pixel Crystal Clear Power Sensor Smart Image Smart Connect /VGA, DVI, MHL, HDMI und so weiter. Smart Aerobase und Built-in Speakers. Und ja, die Abkürzung dieses Modells ist 272S4. Ja, dann suchen wir mal ein bisschen eben hier ran. Wunderbar, so sieht das da gut aus. Und ja, dann packen wir mal den Karton aus. Was sehen wir dann da oder was kommt uns entgegen? Einmal ein VGA-Kabel. Dann ein DVI-Kabel, schön verpackt. Das ist aber noch nicht alles, deswegen ist auch noch ein 3,5 mm Klinkengabel dabei. Und das ist auch noch nicht alles, denn hier ist auch noch ein DisplayPort-Kabel dabei. Und halt, stopp, das ist auch noch nicht alles, denn hier ist noch eine CD bei. Und Quick Start Guide, Bedienungsanleitung und so weiter. Alles eigentlich uninteressant. Und ja, das hier, meine Freunde, ist der Standfuß, die Halterung. Die ist schwer. Also Leute, die ist richtig schwer und das ist Metall, kein Plastik und hier drinnen auch, das ist tatsächlich Metall, hätte ich nicht gedacht. Also die ist richtig massiv und auf jeden Fall schwer. Ja, was haben wir denn dann hier noch? Aha, der Standfuß selber schräglich da, wo dann der Arm draufgeschraubt wird. Die Unterseite natürlich aus Metall, oben Plastik, nicht ganz schön gelöst. Aber das wird wieder ein Zweiteil, deswegen möchte ich mich jetzt noch nicht, möchte ich jetzt noch keine Kritik äußern. So Leute, dann, Leute, wer kennt es nicht noch vom letzten Video, sage ich mal, wo ich mich doch über diese Dinger hier aufgeregt habe. Und Leute, was soll ich sagen, wir haben schon wieder hier ein Netzteil, was extern ist, natürlich dann wieder hier mit Gerätekabel, kommt ja schon wieder das gute Ding da rein, so sieht das dann wieder aus und ja, was soll man sagen, ich weiß jetzt schon wieder, was ein Minuspunkt ist, aber gut Leute, ich möchte natürlich nicht meckern, ich drehe den Karton jetzt gleich mal um und dann packen wir mal den Monitor aus und guck mal, was da noch so drin ist. So, ich habe das Gerät jetzt mal ausgepackt und angeschlossen und ja, seht selber, 2560x1440 Pixel hat dieser Bildschirm, das heißt praktisch 2K und das bei 60 Hertz. Und ja, ich möchte jetzt zu den genaueren Details kommen. Entschuldigung, wenn ich jetzt etwas näher stehen muss, weil wenn ich nach hinten gehe, wird die Beleuchtung anders, da ich die Kamera jetzt gerade mal auf manuell stellen musste, damit die Farben vom Bildschirm und auch die Qualität besser rüberkommen. Deswegen gehe ich wieder nach vorne. So, okay, das vorab. Und zwar ist das ein TFT-LCD-Display. Und zwar habe ich ja am Anfang schon gesagt, das ist ein 27-Zoll-Gerät. Und hat eine Reaktionszeit von Grau zu Grau von 2 Millisekunden. Gewichtsdaten sage ich jetzt einmal. Und zwar, wie viel wiegt das Gewicht? Das
Gewicht, also das Gerät wiegt mit dem Standfuß, der hier unten ist, 6,72 Kilo. Ohne den Standfuß nur 4,4 Kilo. Das heißt, der Standfuß, der wiegt schon ordentlich was. Und das merkt man auch. Und ja, mit Verpackung und allem, lieber Bub, kommt man dann auf 10 Kilo. Ja, als Anschlüsse haben wir einmal DVI digital, VGA analog, DisplayPort und HDMI digital. Dann haben wir eine separate Synchronisation und synchronisiert auf grün. Und ja, PC-Audio-Eingang und Kopfhörer-Ausgang. Deswegen auch das beigelieferte 3,5 mm Klinkenkabel. Der Monitor ist in der Höhe verstellbar. Dafür müsst ihr einfach nur einmal oben drauf drücken und dann fährt er schon nach unten. Also ihr müsst halt mit der Hand drauf drücken und dann fährt er halt nach unten. So. Und dann könnt ihr halt auch wieder hochschieben ganz normal. Dann könnt ihr den Monitor um 90 Grad drehen. Das heißt, ihr nehmt den Monitor einfach so und dann dreht ihr den einfach, bis der einmal komplett rum ist. Das mache ich jetzt nicht, weil ja, ich den jetzt gerade so haben möchte. Zack. Dann haben wir natürlich einen Neigungswinkel von minus 5 bis 20 Grad. Das ist dann einmal hier dieser Neigungswinkel und halt nach oben. So viel dazu. Dann gebe ich euch jetzt nochmal die genauen Daten, falls es einer unbedingt mal wissen möchte. Und zwar haben wir hier eine Größe, das blende ich hier nochmal oben ein, wie beim letzten Video auch, von 639 x 540 x 244 mm. Das komplette Gerät mit Standfuß und natürlich mit dem Bildschirm. So viel dazu und im nächsten Clip, dann schauen wir uns das Gerät mal im genauen Detail an, schauen uns mal den Standfuß an und so weiter. Ich würde sagen, bis gleich. So Leute, das ist die Grundplatte und die Halterung für den Monitor wird ganz einfach unten mit 4 Schrauben dort befestigt. Ihr dreht die einfach von unten rein und wenn das Gerät geliefert wird, sind die auf der Rückseite hier oben reingeschraubt. Die müsst ihr einfach rausdrehen und das sind dann gleichzeitig die Schrauben, für um das da unten zu befestigen. Ja, hier haben wir dann einmal das Gelenk, mit dem wir den Bildschirm nach oben und unten schwenken können, drehen können und natürlich die Höhe verstellen können, da da eine Schiene drin ist. Hier, da ist eine Schiene drin, wow, da, da ist eine Schiene drin und damit könnt ihr dann einfach die Höhe variieren, so wie ihr das gerade haben wollt. Ja, das ist die Rückseite vom Gerät. Wir haben einmal da oben in der Mitte das Philips-Logo. Dann auf der linken Seite haben wir dann ja einmal ein Siegel, wo dann drauf steht, ja, wie viel Watt das Gerät zieht, TÜV geprüft und, aber so kleine technische Daten. Dann haben wir daneben einmal den Input für das Netzteil, das nicht innen drin verbaut ist. Dann haben wir auf der rechten Seite die Eingänge HDMI, DVI, VGA und DisplayPort und ganz rechts nochmal einen Eingang für die 3,5 mm Klinke. Für ausreichend Kühlung hat auch Philips gesorgt, deswegen haben wir hier einmal Schlitze, wo dann die warme Luft vom Panel nach oben abgeführt werden kann, damit es dem Bildschirm nicht zu warm wird, wenn man mal lange zockt oder Office betreibt. Auf der Vorderseite haben wir einmal das Touchpanel und zwar drückt ihr einfach einmal drauf und der Bildschirm startet. Dann habt ihr natürlich die Tasten dort neben, um nochmal alles einzustellen, um ins Menü zu kommen, um einzustellen, welcher Anschluss jetzt gerade aktiviert ist, aber natürlich erkennt er es automatisch, da der momentan auf Auto gestellt ist. Dann haben wir dort einmal die 2 Watt Lautsprecher. Hier unten die tolle LED. Das hat Philips, glaube ich, jetzt bei einem anderen Bildschirm war das auch. Der hatte auch ja diese LED. Ist ein kleiner Schmankler. So. Und ja, dann haben wir dort einmal den anderen Lautsprecher. Da, und dann haben wir hier unten einmal die 3,5 mm Klinkenbuchse für Kopfhörer und so weiter. Ja Leute,
Ich habe euch jetzt gerade also die ganzen Details gezeigt, die Anschlüsse und so weiter. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick wirkt der Bildschirm deutlich robuster als der Philips 245C, hieß er, glaube ich. Den hatte ich ja letzten Monat gehabt. Und der war ja total dünn. Das war ja relativ, das war ja mit einer der dünnsten Monitore, 5,5 mm nur. Bei diesem Gerät ist es genau umgekehrt. Der Bildschirm ist sehr, sehr dick und ist sehr massiv. Der wirkt stabil, der wirkt jetzt nicht irgendwie total Plastik kaputt, so wie der andere letzte Mal. Und ja, der Standfuß ist komplett aus Metall. Bei manchen ist es ja so, dass halt irgendwie dann Plastik ist oder sowas und das ist dann der Standfuß. Und wenn man Pech hat, bricht dann irgendwas ab oder sowas. Das ist hier tatsächlich reines Metall, was da drunter ist. Und ja, dann kann ich jetzt mal so kurz darauf eingehen. Und zwar, ihr seht ja selber hier die ganze Zeit immer dieses Durchlaufen. Und ja, die Farben, die sprechen, glaube ich, wieder für sich. Die Schärfe und einfach alles spricht wieder für sich, denke ich. Denn ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Der Bildschirm ist einfach jetzt schon für mich auf den ersten Blick einfach genial, da er auch eine UHD-Auflösung hat. Sprich, ja, 2560 x 1440 Pixel und das sieht man. Und ja, ich probiere dieses Video in 2K hochzuladen, sprich 1440p. Da muss ich nur richtige Rendering-Settings finden bei Premiere, aber das kriege ich hin. Dann habt ihr vielleicht noch besseren Eindruck von diesem Bildschirm. Und ja, natürlich wird dieses Video auch wieder ein Zweiteiler, in dem ich dann ja die negativen und positiven Aspekte nenne. Denn ich habe ja am Anfang schon direkt erwähnt, yo, ich weiß jetzt schon wieder, was negativ ist. Und ja, wie gesagt, der zweite Teil kommt dann demnächst in einer Woche. Und ja, wenn euch dieses Video heute gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn wir wieder die 10 Likes schaffen. Und ja, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Und ja, habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein, euer Tim. Ciao, ciao.